am Wort ist Carmen Schimanek, sie ist die FPÖ-Frauensprecherin. Dass wir noch einmal das Thema Alleinerzieherinnen hier im Plenum behandeln dürfen. Was mich aber wirklich auch erschüttert, ist, obwohl sehr sachlich vorgetragen, der Streit der beiden Regierungsparteien in diesem Thema immer noch eklatant ist. Und sie werden nicht auf einen grünen Zweig kommen. Ich habe mir jetzt die Zahlen auch noch mal angeschaut. Laut Armutskonferenz sind rund 18% der österreichischen Bevölkerung, und das sind 1.542.000 Menschen, Armut oder ausgrenzungsgefährdet. Das heißt, ihr Einkommen liegt unter der Armutsschwelle. 3% der österreichischen Bevölkerung, und das sind immerhin auch noch 257.000 Menschen, haben so ein geringes Einkommen, dass sie sich alle wesentlichen Güter, die man zum Leben braucht, nicht leisten kann. Eine Vorrednerin, glaube ich, hat es auch angesprochen, man kann sich keine gesunden Lebensmittel leisten, man kann die Wohnung nicht heizen. Es ist wirklich ein eklatanter Missstand und das im reichen Österreich. Und natürlich gehören dazu auch die Alleinerzieherinnen und aber auch, nicht zu vergessen, Familien mit 3 oder mehr Kindern. Frau Minister, Sie haben angesprochen, wegen meinem Antrag, den ich ja schon im Jahr 2010 eingebracht habe, wo ich sehr rasch eine Änderung herbeiführen wollte, denn um vom Staat einen Unterhaltsvorschuss überhaupt bekommen zu können, benötigt man hier in Österreich einen vollstreckbaren Exekutionstitel. Den kann man aber bei der Geschwindigkeit, mit denen die Gerichte in Österreich auch arbeiten, ja kaum bekommen. Leidtragenden in diesem Fall sind eben die Alleinerzieherinnen und ihre Kinder, und die haben hier auch einen sehr hohen finanziellen Nachteil. Und heute, 3 Tage vor der Nationalratswahl, oder sprich eine Woche, letzte Woche, kommen Sie endlich drauf, da gibt es ein Thema, das wir eigentlich vergessen haben. Sie haben es vergessen. Na, ich kann Ihnen das ja auch natürlich beweisen. Mein Antrag zur Änderung des Unterhaltsvorschussgesetzes liegt schon seit dem Jahr 2010 im Justizausschuss. Und jetzt darf ich die Kolleginnen, Gisela, bevor du jetzt lang aufregst, sage dir es, von der SPÖ jedes Mal vertagt. Und ich kann mich erinnern, wie ich in diesem Justizausschuss war, und der Kollege Steinhauser war auch dabei, haben alle einheitlich davon gesprochen, dass es diesbezüglich einen eklatanten Missstand in Österreich gibt. Und alle Fraktionen, Herr Steinhauser, Sie werden es dann sicher noch bestätigen, haben uns versprochen, dass wir zu diesem Thema im Plenum eine weitreichende Enquete durchführen werden. Gerade was der Justizminister heute angesprochen hat, dass es eben unterschiedliche Länderregelungen gibt, unterschiedliche Ansätze, müssen wir uns alle zusammensetzen. Das Justizministerium, das Sozialministerium, das Familienministerium und die Länder. Das wurde uns versprochen. Sie haben es versprochen und nicht eingehalten. Und das ist Ihre Verantwortung. Und kommen Sie nicht 3 Tage vor der Wahl mit irgendwelchen Anträgen her und streuen Sie den Leuten draußen in Österreich Sand in die Augen, wenn Sie es bis jetzt nicht geschafft haben, eine richtig gute Lösung für die Österreicherinnen zu machen. Sie haben es beide erklärt. Sie haben es zweimal in Regierungsabkommen drinnen gehabt und haben es erst jetzt geschafft, Anträge in den Nationalrat zu bringen. Das ist beschämend, es ist eine Augenauswischerei und Sie streuen wirklich nur den Leuten Sand in den Augen. Aber ich gebe Ihnen jetzt noch einmal eine Gelegenheit, unsere Anträge, die Sie ständig verschoben haben und ignoriert haben, noch einmal mitzubestimmen. Deshalb bringe ich auch einen Antrag ein, der wie lautet, der Nationalrat wolle beschließen. Die Bundesregierung wird aufgefordert, dem Nationalrat eine Regierungsvorlage zuzuleiten mit den folgenden Forderungen. Der Antragsteller, die österreichische Staatsbürgerschaft besitzen, ist ein angemessener, einstweiliger Unterhaltsvorschuss auszubezahlen, wenn sie glaubhaft machen, dass der Unterhaltsschuldner mit den Zahlungen in Verzug ist. Zweitens,
die näheren Bestimmungen über die Höhe des einstwilligen Vorschusses sowie über die Art und Inhalt der Glaubhaftmachung des Zahlungsverzuges sind im Wege einer Verordnung des Bundesministers für Justiz festzulegen und dabei sind die Vermögenssituationen des Antragstellers sowie die Dauer des Verzuges zu berücksichtigen. Drittens, der Bund ist verpflichtet, die vorausbezahlten Beträge beim Unterhalt Schuldner unverzüglich einzutreiben und viertens, die Anpassung der Höhe der Familienbeihilfe sowie des Kinderabsatzbetrages für Kinder in einem EU- bzw. EWR-Staat sind an die Kaufkraft in dem jeweiligen Land anzupassen. Vielen Dank. 18% der österreichischen Bevölkerung seien Armut- oder ausgrenzungsgefährdet, so Kamen Szymanek, Frauensprecherin der Freiheitlichen.